Alle mal herhören, gleich beginnt das Herbstfest, aka Erntedankfest, aka Thanksgiving, das wichtigste Familienfest in den USA. Und dieses Erntedankfest ist auch in Animal Crossing eine große Sache, vor allem eine wirklich witzige Sache, zumindest wenn die Feiertagsbeschreibung, die ich gelesen habe, korrekt ist. Dazu gleich mehr. Erstmal ein Blick in den Briefkasten. Zwei neue Briefe und ich kann euch schon mal sagen, Lana ist weggezogen. Leider, leider. Dann haben wir einen Brief von zu Hause. Dummy, mein Kind, du bist alt genug. Jetzt kann ich es dir ja sagen. Du bist gar nicht meine Mutter. Du hast mich ein paar Mal an den Rand des Wahnsinns getrieben. Das stimmt, ja. Aber umgekehrt genauso. Weißt du noch, wie du mit der Couch die Treppe runter bist? Deine emotional verletzte Mama. Was? Mit der Couch die Treppe runter. Was ist bei mir zu Hause eigentlich abgegangen? Wobei, wenn ich es überlege, das zeigt erschreckend nah reale Erlebnisse. Dennoch. Was ist das hier bitte? Das ist doch ein Spiel, oder? Und es verstört mich. Tag für Tag. Wie auch euch, mit Sicherheit. Noch ein weiterer Brief von Tom Nook. Und ein paar Unnütze von Ash. Alles klar, dann hauen wir das weg. Ich habe in den vergangenen Tagen erneut Gulliver getroffen, der mir eine Steinmünze gegeben hat. Die wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Und ich wusste, ich habe vergessen, mich über etwas zu informieren, denn ich wollte natürlich wissen, was das für eine Steinmünze ist. Gucken wir sie uns erstmal an. Ja, sehen wir sehr viel auf jeden Fall. Das sieht aus wie eine zu groß geratene Mutter. Also zum Schrauben. Ich glaube, ich bin nach kurzer Google-Suche fündig geworden. Ihr seht es jetzt hier irgendwo eingeblendet. Quelle Wikipedia. Es ist also eine Währung, gerade auf Inseln hat man die verwendet. Wird mittlerweile nicht mehr produziert, aber immer noch verwendet. Und auch außerhalb von Inseln gab es hin und wieder mal Lochmünzen als Zahlungsmittel. By the way, aber noch nie in Deutschland. Scheint etwas weit verbreitet zu sein. Wenn auch eher eben in Inselregionen. Allerdings natürlich eine recht alte und antike Sache. Ist aber jetzt auch nichts allzu Besonderes, denn von Gulliver haben wir ja schon häufiger mal antike Geschenke bekommen. Und für Lana ist dieses süße Eichhörnchenmädchen Marika in die Stadt gezogen. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Okay, dann bist du halt nicht süß, dann bist du halt potthässlich, alles klar. Das ist unhöflich. Und du wirkst ganz einfach ungehobelt. Bruder, was habe ich denn getan? Hä? Ach, du bist ja gar nicht der, für den ich dich hielt. Oh, sorry, Bruder. So möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ich bin eigentlich ganz nett. Ich heiße Marika. Und? Wie gefällt dir das? Ist das ein schöner Name? Freut mich. Jetzt schon komplett verkackt. Ich guck mal bei dir rein. Vielleicht kann wenigstens deine Inneneinrichtung mich noch überzeugen, aber charakterlich... Ja, hier macht sie auf süß, ne? Digga, die hat einfach eine Azur-Vitrine. Gib mir die, Mann. Die brauche ich. Warum kann ich die nicht einfach einpacken? Mann. Das Leben ist so unfair. Jetzt flext sie mich auch noch damit. Dumme Kuh. Oder eher dummes Eichhörnchen. Darf doch nicht wahr sein. Tom Nook, bitte. Tröste mich. Und biete sie mit zum Kauf an. Ich zahle jeden Preis, verstehst du? Nicht nur für die Azur-Vitrine, sondern auch für die royale Vitrine. Jetzt komm schon. Mach nicht diesen. Das ist zwar neu hier, das sehe ich zum ersten Mal, aber... Ich will doch Ash beeindrucken. Warum, warum, warum? Ich habe wieder jeden Tag vorbeigeguckt und ohne Scheiß. Er hatte diesen Monat den größten Müll im Angebot. Noch nie hat mich sein Sortiment so wenig gejuckt wie diesen Monat. Kannst du das verstehen, Doris?
Mami, sag mal, wartest du schon auf das Fest? Ja. Was kann ich für dich tun, Bauau? Soweit ich weiß, läuft das Fest auch schon. Also, Herbstfest müsste von 3 Uhr Nachmittag bis 9 Uhr Abend laufen. Aber wir schauen ja auch gleich dort vorbei. Sorry, ich habe keinen Auftrag für dich. Doris, warum lässt du mich im Stich? Dann lass uns wenigstens ein bisschen reden. Ganz im Vertrauen und unter uns. Da war dieser leicht argwöhnische Typ in Reihe D. Wow. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Reihe D? Meinst du jetzt so auf der Karte? Weil da ist ja alles in A, B, C, D, E, F eingeteilt. Okay. Du verstehst dich wohl mit irgendjemandem nicht. Obwohl es immer kälter wird, finden am Wochenende immer noch Angelturniere statt. Du solltest dich nicht so abschotten. Geh ein bisschen raus und genieß dein Leben. Woher weißt du, dass ich das tue? Wobei, gerade war ich noch im McDrive. Naja, wie dem auch sei, wir schauen mal beim Herbstfest vorbei. Und es ist reichlich gedeckt, liebe Leute. Auch das natürlich typisch für das Erntedank, also Thanksgiving in den USA. Wir alle kennen das, auch wenn wir keine Amerikaner sind. Meistens essen sie einen dicken Truthahn. Nicht wahr, Harald? Bist vielleicht kein Truthahn, aber du kommst dem Ganzen schon recht nahe. Es ist so toll, gutes Essen in netter Gesellschaft zu genießen, nicht wahr, Domi? Alleine zu essen macht nicht so viel Spaß. Tralala. Hast du schon recht, ja, aber ich komme eigentlich auch ganz gut damit klar. Meistens lasse ich halt ein YouTube-Video irgendwie laufen und esse so nebenbei. Es hat sich so ein bisschen eingependelt. Also wenn ich halt wirklich alleine bin, natürlich nicht in Gesellschaft, weil das ein bisschen... geht gar nicht. Aber nochmal zu dem Erntedankfest. Da wird nicht nur ganz, ganz viel gegessen. Meistens ist da so ein richtig großer, fetter Tisch voll mit Food. Sondern da kommen auch alle Familienmitglieder und engere Freunde zusammen. Teilweise aus dem ganzen Land, also aus dem ganzen USA. Und alle Generationen. Ich sagte ja bereits, es ist das wichtigste Familienfest. Und ich weiß nicht, also ich bin ja kein Ami. Und ich fühle ja Feste nicht so krass. Ich weiß gar nicht, ob mir das gefallen würde. Aber gut, ich würde drüben wahrscheinlich auch ein ganz anderes Leben führen. Von daher, vielleicht würde ich es dann auch intensiver fühlen. Was meint ihr? Würde Thanksgiving euch was bedeuten? Oder eher nicht? Jetzt gibt es alles im Überfluss, Dummy! Ja, ja, der Konsum, der regelt. Deshalb fließt mein Herz auch über vor Freude. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich, Dummy. So zeige ich meine Freude über das Fest. Weißt du, warum wir den Herbst feiern? Damit wir einen Grund zum Essen haben. Also, mir fallen da noch weitere Gründe ein. Dir auch, Siggi? Was ist wohl das beste Gericht auf dem Herbstfest? Etwa ein frischer Pfirsich? Nein, warte. Stimmt nicht. Aber ich habe jetzt Lust auf Pfirsiche. Du, die gibt's hier in Überfluss. Das ist ja schließlich unsere Stadtfrucht. Aber wer zum Teufel kriegt Lust auf Pfirsiche, wenn er all das hier vor sich hat? Komm, schenk dir einfach mal ein bisschen Shampoos ein, dann geht's dir bestimmt gleich wieder besser. Hey du, Dummy. Das ist hier eine Party. Viel Spaß, Brummel. Wow, also wenn selbst Ernst gute Laune hat, dann heißt das was. Jedes Jahr verschwindet Besteck aus unerfindlichen Gründen. Aber dieses Jahr passiert das nicht. Diesmal passe ich nämlich auf. Bist du sicher? Warten wir mal ab. Soziale Aktivitäten sind nett, aber Fußball macht auch viel Spaß. Denkst du nicht auch, Astrein? Meistens. Ja, das mit dem Besteck war ein sehr gutes Stichwort. Wir können nämlich dieses Besteck an uns nehmen. Ich weiß gerade nicht, ob das sofort geht oder erst... Nee, noch nicht. Okay. Ich hoffe nur, die haben das nicht für die deutsche Version rausgenommen. Denn die Besonderheit an Erntedankfest in Animal Crossing ist, dass wir einen versteckten Charakter auf der Map finden können, der sich aus gutem Grund versteckt.
Und das wird euch auch gleich allen klar sein, wenn wir ihn gefunden haben. Nur das Ding ist halt, der kann wirklich überall sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie das nicht für die deutsche Version gestrichen haben, weil ansonsten ist der Feiertag hier in der deutschen Version ziemlich langweilig. Wäre mir jetzt aber nicht bewusst. Daher suche ich jetzt einfach mal weiter. Meistens befindet er sich hinter Gebäuden oder hinter einem Baum. Allerdings habe ich bislang tatsächlich kein Glück. Nun... Der Angstschweiß mehrt und mehrt sich von Screen zu Screen. Das darf jetzt nicht wahr sein. Sag jetzt nicht, die haben das rausgecuttet. Nur weil das halt für uns Deutsche oder generell Europäer eine Sache ist, die bei uns halt nicht so stattfindet. Oh, come on. Ach so, Moment, lol, bin ich ein Vollidiot. Ich merkte gerade, ich kann das Besteck nehmen. Nur eben nicht mit A, was ich vorhin gedrückt habe, sondern B. Was auch Sinn macht, weil man in diesem Spiel generell alles mit B aufsammelt. Und nicht mit A. Oh mein Gott, das war ein kleiner Fail meinerseits. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man das Besteck nehmen kann. Ich schlage aber vor, ich cutte für euch, denn irgendwie finde ich niemanden, aber er versteckt sich garantiert irgendwo in Malediven. Ich glaube, ich habe dich gefunden. Hier ist Gernot. Der Truthahn. Oder, ja, zumindest ein Geflügelvieh. Was seltsamerweise zu Thanksgiving am meisten gefuttert wird. Ist das ein Zufall? Natürlich nicht, das ist genau der Witz daran. Wer, wie, was, warum, was machst du hier? Was willst du? Entspann dich, okay, okay. Das könnten wir doch ausdiskutieren. Man muss doch nicht gleich brutal werden. Man merkt schon, er ist ein bisschen vorgeschädigt. Versteckt sich wirklich aus gutem Grund, denn, ja, ihm geht's wohl an den Kragen. Er befürchtet, gefressen zu werden. Was war das? Du bist nicht hier, um mich zu fangen? Warum sagst du das nicht gleich? Also wirklich, willst du mich zu Tode erschrecken? Komm, sei ehrlich, was geht ab in dieser Stadt? Der Brief, den ich von eurem Bürgermeister Turtle bekommen habe. Die Einladung. Oh, wie hinterrücks! Hast du ihn gesehen? Nein, ich kann ihn auswendig. Wir laden dich herzlich als Ehrengast zu unserem diesjährigen Herbstfest ein. Was soll das? Man sieht sogar noch, dass das Wort Hauptgericht durchgestrichen und durch das Wort Ehrengast ersetzt wurde. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich hätte zu Hause bleiben und die Türen abschließen sollen. Und deine Nachbarn, die können ihre Pfoten nicht von mir lassen. Wie tief. Tätscheln mich hier, drücken mich da, wollen mir da was in den Hintern stecken und mich ausfüllen. Petersilie, Knoblauch. Nein, das will ich alles nicht. Dann die Festtafel. Boah, nur Beilagen. Wofür ist die riesige Platte? Und jetzt stellt ihr meine Überraschung vor, als ich euren Bürgermeister treffe und er sagt, wie schön, dich auf meinem Teller, meine auf unserem Fest zu sehen. Wie schön, dich zu sehen. Ein Versprecher. Vergiss es einfach. Du sollst ja nicht trocken werden. Oh mein Gott. Ja, aber es gibt wirklich nichts Schlimmeres als trockenes Hühnchenfleisch, ne? Oder Geflügel generell. Dang. Traurig, meinte ich. Nicht traurig werden. Warum nimmst du nicht Platz? Leg die Federn... Oh, das ist so asozial. Leg die Federn ab und nimm mal ein bisschen Paniermehl. Sowas macht mich nervös. Du siehst ziemlich harmlos aus, aber die anderen Gestalten, die denken alle mit ihren Mägen. Ich muss was unternehmen. Das Ganze könnte sonst sehr unschön für mich ausgehen.
Wäre ich doch nur ein Adler oder meinetwegen auch ein Pinguin. Oh, er hat geweint. Jetzt kann ich ihn nicht mehr essen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Hat einer von euch Bratensoße? Okay, fangen wir mit dem Wichtigsten an. Die Gedecke. Die Messer und Gabeln und die Messer. Weg damit. Das sagt sich so leicht. Ich halte mich vom Tisch fern. Zu gefährlich. Oh, bitte hol sie mir. Hey, was machst du mit dem Messer und der Gabel? Du nicht auch, du Verräter! Was, die sind für mich? Oh, danke. Das sind Folterinstrumente. Oh, wobei, du spürst doch dann gar nichts mehr. Du bist doch schon gebraten und durchgeschnitten, Alter. Ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Zur Belohnung? Nimm diesen Herbsttisch. Doch, wirklich. Vergiss nicht. Verrate niemandem, wo ich bin. Mach's gut. Das ist so geil. Alter, vor wenigen Minuten hatte ich noch befürchtet, dass sie das in der deutschen Version rausgekartet haben. Aber im Endeffekt war es noch viel lustiger, als ich gedacht hätte. Einfach nur eine der besten Szenen des LPs und ich musste noch nicht mal was dazu dichten. Es war einfach vom Spiel selbst so vorgesehen. Mega geil. Ja, ihr könnt ihn jetzt noch häufiger aufsuchen und weitere Möbelstücke bekommen. Denn der Herbsttisch, genau. Der Herbsttisch ist nicht das einzige Item, das er euch gibt. Es ist genauso wie bei Jacob. Das ist übrigens das Item von Turtle. Sehr cool. Ist genau wie bei Jacob. Ihr könnt ihn, wie ich vorhin, glaube ich, bereits sagte, zwischen 3 und 9 Uhr auf der Map finden. Und er wird euch jedes Mal ein Teil aus der Herbstkollektion geben. Sodass auch das eine weitere exklusive und super seltene Möbelserie darstellt, die natürlich cool aussieht und extra viele Punkte bei Ash einbringt. Oh, by the way, meine Kokospalme, sie ist was geworden. Also zumindest die eine. Die anderen zwei sind weg? Wurden die vom Meer davon getrieben oder was ist da los? Ne, ich schätze einfach mal, denen hat es nicht gut getan, dass sie da so schräg auf dem Boden standen und eingepflanzt wurden. Bisschen schade, aber nichts, was sich nicht beheben lässt. Daher schlage ich vor, pflanze ich einfach nochmal 2 Palmen. Und diesmal gucke ich auch, dass sie festen Boden unter den Füßen haben und nicht krüppelig schief wachsen müssen. Das hat denen nicht so gut getan. Okay. Und ich frage mich jetzt, was der Truthahn sagt, wenn wir ihn nochmal aufsuchen. Also ob da nochmal ein anderer Text kommt oder ob er sich einfach direkt freut. So, hey, klatsch ein. Danke, dass du mich verstehst und vegan lebst. Heute zumindest. Und ja, ist ein Item. Wir finden es gleich raus. Bruder, da bist du ja. Nein, nicht! Oh, du bist du. Uff, ich dachte schon, da will mich jemand von hinten abstechen, Mann. Ich fass es nicht, du hast tatsächlich Messer und Gabel vom Tisch genommen. Du bist unglaublich, ich liebe dich. Wow, warte mal. Oh, hab ich euch, ihr fiesen spitzen Foltergeräte. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte nimm diesen Herbstteppich. Hoffe, es trifft deinen Geschmack. Oh, übrigens, verrate den anderen nicht, wo ich mich verstecke, okay? Bis bald. Das ist so genial. Ich liebe es. Du auch, Petunia? Sag mal, Domi, du bist ja super gut drauf, Mulala. Ja klar, das war gerade super witzig einfach. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas? Ich will einen Job.
nein. Jeder möchte mir einen Gefallen tun. Wo du schon fragst, ja, da wäre schon was. Sag mal, kennst du eigentlich Prinz? Nicht besonders groß, riecht ein bisschen streng, weil er nie duscht. Ich hab Prinz vor einer Weile meine Videokassette geliehen und dachte, ich bekomme sie bald zurück. Nun, ich muss sagen, der Film, der darauf ist, war nicht Aladdin, wie ich eigentlich dachte, sondern, wie soll ich sagen, ein aufgezeichnetes Picknick mit meinem Freund im Bett, nein, auf der Wiese. Und das brauche ich jetzt so schnell wie möglich wieder, bevor er es irgendwie kopiert und so. Kannst du mir das bringen? Du meinst, es ist ein Porno? Sag das nicht so. Ja, bringst du es mir? Wenn ich dafür was Tolles bekomme? Ja, natürlich. Prinz? Wenn du noch nicht komplett verstört bist, dann... Bitte händige mir das aus. Das müssen wir dringend entsorgen. Zum Wohle aller! Und irgendwie glaube ich, ich bin hier völlig falsch. Damn. Prinz, um Himmels Willen, da bist du ja! Hast du dir den Film schon angesehen? Hi, Tommy. Du pass auf, ich habe gerade diesen seltsamen Typen in Reihe E gesehen, also Vorsicht. Hä? Wovon reden die denn alle? Ach so, die reden von dem... Ah, von dem Vogel von Gernot. Ah, jetzt check ich's, Alter. Alles klar. Ich dachte, man muss den immer aktiv suchen, aber man bekommt ja sogar Hinweise. Also, was willst du? Ich will was holen. Oh, schön, dass du hier bist. Du suchst die Videokassette. Nun, das Dumme ist, ich wollte sie sehen, aber ich hatte keine Zeit und deswegen habe ich es Marika geliehen, weißt du. Aber wo du schon mal unterwegs bist, kannst du sie doch eigentlich bei Marika abholen, oder? Marika! Oh mein Gott, gerade erst hergezogen und dann sowas. Das passiert auch nicht alle Tage. Hast du irgendwo das Hauptgericht gesehen? Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun, Knabber? Das Hauptgericht? Ich wollte das gute Stück eigentlich gar nicht so lange behalten. Ich hab's auch einfach nicht geschafft, es anzuschauen. Aber meine Interessen haben sich geändert. Von daher kannst du das Videokassettchen gerne haben. Bitte bring es Petunia zurück. Ich verlasse mich auf dich. Oh, Gott sei Dank, es hat noch niemand gesehen. Nein. Nein. Einfach nur nein. Das machen wir nicht. Nein! Das kann ich nicht tun! Petunia, nimm deinen Shit zurück. Wo bist du, Alter? Petunia! Bitte, du musst nicht springen. Ich hab die Kassette. Wobei, du kannst schon springen. Ich meine, dann krieg ich deine Sachen. Also, ja. Ach, Dummy, hast du irgendwo das Hauptgericht gesehen? Oder meine Videokassette? Du weißt schon. Ja, ich hab sie. Und sie wurde wirklich noch nicht angeschaut. Auch nicht von mir. Oh, was? Oh Gott, mein Leben ist gerettet. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's erst vor kurzem gekauft, aber du kannst es haben. Hier. Du gibst mir ein Shirt, statt einem royalen Gegenstand? Ja schon, aber es ist von Louis und der Supreme Kollektion. Okay, das geht klar eigentlich, finde ich. Das geht klar, ja, doch. Alles klar, Leute. Bevor ich noch weiter durchdrehe, danke fürs Ansehen. Heute war wieder ein extra lustiger Part, wenn auch nicht allzu lang. Und nächstes Mal gibt's neuen Stuff hier im verrückten Malediven von Animal Crossing.